Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ocean's Heart. So, wir sind jetzt hier in Ballasthafen angekommen und gucken uns hier erstmal ein bisschen um, würde ich sagen. Der Ballasthafen ist ein Piratenmarkt. Piraten aus dem gesamten Nordmeer kommen hierher, um ihre Waren zu verscherbeln. Hier bist du richtig, wenn du nach seltsamen Gegenständen, ausgewählten Informationen oder seltenen Sammelkarten suchst. Sammelkarten? Ich bin für Letzteres zuständig. Okay, hey, dann bin ich ja hier genau richtig bei dir. Ja, kann ich die dann vielleicht kaufen? Na gut, gucken wir erstmal weiter. Okay, gleich mal zum Anfang hier ein Geheimnis gefunden. Auf der Karte wurde ein Ort markiert. Möchtest du das Boot nehmen und hinsegeln? Ja, natürlich. So, da liegt ein Skelett mit einem Zettel. Ah, okay, ei, ei, ei. Das gucken wir uns natürlich mal an hier. Neben dem Skelett liegt eine alte Notiz. Willem, in keinem der Brunnen fließt noch Wasser. Der Schrein ist versiegelt. Selbst mit Sprengen kommen wir hier nicht rein. Und noch schlimmer, hier sind Monster, die uns Arks. Anscheinend wurde der Verfasser der Notiz getötet und hat seinen letzten Ausruf der Überraschung niedergeschrieben. Okay. So, wir haben ein, wir haben unser Aufgabenbuch aktualisiert. Nachdem du ein Monster in einem alten Heim besiegt hast, begann der Runenstein in der Mitte zu leuchten. Gefundene Runensteine 1. Nee, das ist es nicht. Du hast eine Palastruine entdeckt. Aktiviere 4 deaktivierte Brunnen. Ah, hier. Das ist es. Weidenpalast. So, dann gucken wir uns hier mal um. Da haben wir... Okay, hier haben wir den ersten Gegner. Der Bogen erleichtert die Sache auf jeden Fall. Du hast ein Herz der Tiefsee gefunden. Es pocht in einem seltsamen Rhythmus. Du kannst fast fühlen, wie es dich ins tiefe Meer ziehen will. Ich denke mal, das wird auch Crafting-Item. Ja, genau. So, gut. Ja, es lohnt sich auch auf jeden Fall hier wirklich, sich immer komplett umzugucken. Weil allein diesen Palast hier hätte ich jetzt auch normalerweise gar nicht betreten können, wenn ich mich da nicht im Ballasthafen umgeschaut hätte. Kann ich die Dinger eigentlich pflücken und werfen? Ja, tatsächlich. Der Vorteil, dass die nachwachsen, ist natürlich gerade, wenn man keine Bomben mehr hat, echt genial. So, die sehen ein bisschen gefährlich aus da hinten.
Aber okay, ich kann sie betäuben. Das ist, wie gesagt, schon mal viel wert. Da haben wir noch eine Kiste. Du hast einen Schlüssel gefunden. Er wird eine Tür in der Nähe aufsperren. Sehr schön. Ach Mann, das habe ich mir jetzt fast schon gedacht. So, hier haben wir den ersten Brunnen. Schalter. Okay. Aktivierte Brunnen einer. Sehr schön. Ja, ist jetzt die Frage, welche Tür öffne ich? Achso, nee, die kann ich ja hier nicht öffnen, aber ich glaube, hier oben hatte ich noch eine, oder? Nee, hier bin ich noch gar nicht hingelaufen. Interagieren, aber es passiert nichts. Also hier kann ich irgendwas machen, aber ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Hier wird mir nichts angezeigt. Auf jeden Fall haben wir hier die nächsten Brunnen. Da oben ist ein Schlüssel. Wieder diese seltsamen Statuen. Mehr scheint es jetzt hier oben auch gar nicht zu geben. Ah ja. Ach, ich drücke immer noch die falsche Taste, um hier ins Menü reinzukommen. Der Baum da oben, der hat gerade seine Äste nach uns ausgestreckt hier. Ist die Frage, nee, hier war ich noch nicht überall. Ich habe ja hier noch die beiden Schlüssel und ich weiß, dass drüben auf der anderen Seite noch eine verschlossene Tür war.
Bevor ich jetzt hier da oben reingehe, würde ich ganz gerne schauen. Wo es hier noch lang geht. Gar nicht so einfach hier an stellenweise. So langsam gehen mir meine Heil-Items zur Neige. So, drei Brunnen haben wir aktiviert. Und jetzt kann ich ja gucken, hier auf der Seite soll noch einer sein, laut Fackel. Aber ich gucke jetzt trotzdem erstmal, was da oben hinter der Tür ist, wo ich... ach nee, hier. Hier war ich noch nicht. Ach, das war ja einfach. Ich würde da trotzdem gerne mal hochgucken. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt zuerst hier in den Haupteingang rein und dann da oben weiter? Okay. Unsere Gesundheit ist um 1 gestiegen. Sehr schön. Ach. Ein Korallenerz. Okay, das hätte ich mir ja vorhin dann gleich mitnehmen können. Naja. Gut, dann haben wir das Ding hier auch komplett erforscht. Und dann können wir wieder zurück nach Ballasthafen.
bei dem Skelett eigentlich noch was? Nee. Möchtest du den Weidenpalast verlassen und zum Ballasthafen zurücksegeln? Ja. Gut. Möchtest du etwas kaufen, meine Liebe? Ja, würde ich schon gerne. 20 Kronen für 20 Beeren, das geht eigentlich. Was haben wir denn sonst noch? Äpfel. Ich will jetzt aber auch nicht mein ganzes Geld ausgeben hier. Man muss Schießpulver immer sofort wegfegen. Ich spreche aus schmerzlicher Erfahrung. Okay, verkaufst du auch was? Interagieren. Ah, au. Okay, das war jetzt so nicht geplant. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sehe, dass du vor Gefahr nicht zurückschreckst. Soll ich deine Waffe mit Korallenerz verbessern? Schwert oder Bogen für 50 Kronen verbessern? Da ich immer noch keinen Bogen habe und nicht weiß, wie wichtig das dann später noch wird, würde ich das gerne jetzt erstmal so lassen, obwohl ich 2 Korallenerze habe. Ja, nee, ich lasse das erstmal. Ich bin hier nur für das Hämmern zuständig. Wenn du etwas verbessert haben willst, musst du mit meinem Partner reden. Er sollte zwar auch schmieden, aber er ist faul. Deshalb habe ich ihn zum Kundendienst verdonnert. Okay. Schön, dich hier zu sehen, Tilja. Willst du dem Piratenrat beitreten? Das war ein Witz. So furchterregend bist du irgendwie nicht. Möchtest du einen bestimmten Ort besuchen? Aktuell nicht, danke. So, scheint hier die örtliche Taverne zu sein. Erzähl es nicht weiter, aber meine Crew wurde vom Piratenrat erledigt. Weißt du, die wollen eine riesige Streitmacht von Piraten versammeln, weil sie hinter einem alten Schatz oder so her sind. Wir wollen uns nicht anschließen, also haben sie unser Schiff versenkt. Ich frage mich aber, warum sie nur für einen dummen Schatz so viele Piraten brauchen. Ist das nicht gefährlich? Ja. Warst du schon mal bei Erbarts Warenhaus? Dort gibt es echt tolle Sachen. Aber unter uns gesagt, ich glaube nicht, dass er so ehrlich ist, wie er vorgibt. Der Ballasthafen ist ein Piratenmarkt und das heißt wohl, dass es irgendwie unmoralisch ist, hier einzukaufen. Aber andererseits, wenn ich diese unheimlich billigen Waren nicht kaufe, wurden sie völlig umsonst gestohlen, was ja eigentlich noch schlimmer ist, wenn man so darüber nachdenkt, oder? Hier wird dir eine hübsche Auswahl widerlicher Kerle präsentiert. Das führt dir vor Augen, wie anständig deine Freunde sind. Schiffsbauchratten, hin oder her. Oh, aber ja, eine Herberge ist das hier auch. Die Zimmer sind bescheiden, aber du stellst deine gesamte Gesundheit wieder her, wenn du verletzt wurdest. Möchtest du hier schlafen und deine gesamte Gesundheit für 30 Kronen wiederherstellen? Aktuell nicht, danke. Ey, hast du meinen Kumpel gesehen? Ein Geologe, der nicht weiß, wie viel er verträgt. Wir haben gerade noch seine Rückkehr aus Kitzkopf gefeiert und dann ist er verschwunden. Naja, vermutlich hat er sich hingelegt. Schön für ihn, er schläft bestimmt wie ein Stein. Weißt du, was ich gerade gehört habe? Angeblich gibt es hier in der Stadt eine Bande Kunstdiebe. Versteckt sich in einem geheimen Versteck. Naja, vermutlich sind alle Verstecke irgendwie geheim. So, ist da schon wieder ein Typ, der seinen Schlüssel vergessen hat? Der Tisch wurde beschädigt. Okay.
Was ist denn, wieso, Hicks, dieser Schlüssel ist nutzlos? Der muss irgendwie wie ein anderer Schlüssel geformt sein. Das ist nicht gut, wie soll ich schlafen? Wo kann ich ohne ein Bett schlafen? Du hast einen Schlüssel gefunden. Sieht aus, als würde er in eine Tür in einer Herberge passen. In die hier aber wohl nicht. Okay. Er ist wohl im Stehen eingeschlafen. Ja, sehr nice. Wir hatten ja schon mal eine Herberge gehabt, wo das gleiche Problem bestand, dass da ein Typ stand, der die Tür nicht aufgekriegt hat. Finde ich total klasse, sowas. So, oha. Ah, Entschuldigung, war in Gedanken versunken und hab dich nicht bemerkt. Hast du zufällig eine große Galeone in den Hafen kommen sehen? Mit haufenweise Beute für den Piratenrat? Das große Steingebäude ist die Schatzkammer. Es gehört dem Rat. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht viel über den Piratenrat, aber glaube kaum, dass der etwas Gutes im Schilde führt. Ahaha, der Piratenrat besteht aus verschiedenen Piratenkapitänen. Schwarzbart versucht, sie alle zu versammeln, damit sie nicht gegeneinander kämpfen. Aber naja, mal ganz unter uns. Kann sein, dass Schwarzbart noch mächtiger werden will. Zu mächtig. Er verlässt die Banden des Rats nach irgendeinem... Ach, er lässt die Banden des Rats nach irgendeinem magischen Schatz oder so suchen. Ich weiß es nicht. Weiß echt auch selbst nicht mehr, was ich von der Sache halten soll. Das klingt ja fast, als wärst du auch in das Ganze verwickelt. Das sind doch keine belanglosen Betrachtungen zur Piratenpolitik von einem Außenstehenden, oder? Oh, sieh mich an. Ja, ich bin ganz in Gedanken versunken, das bin ich. Aber jetzt muss ich los. Heute treffen viele Schiffe ein. Gut, danke für den Plausch. Tanglas Seekarten. Hier kann man Seekarten kaufen. Hier liegt eine Karte des Meers um einige Inseln im C4-Reich. Hier wurden verschiedene Karten und Rollen aufeinander gestapelt. Was für ein Chaos. Kann ich dir helfen? Benötigst du eine bestimmte Seekarte? Vielleicht kannst du das. Ich habe gehört, dass du vor einer Weile Besuch von einem Mann hattest, der sich nach den Sanduhrpiraten erkundigt hat. Groß, mit Bart. Oh, ein Kerl namens Malvo, ja. Ich erinnere mich. Er hatte ein verletztes Bein, als er im Ballasthafen auftauchte. Aber er hat mir geholfen. Du erinnerst dich. Weißt du, wo er hin wollte? Du scheinst ihn ja wirklich finden zu wollen. Hm. Er hat mich vor einigen Leuten aus dem Piratenrat gerettet, denen er auf der Spur war. Ich schulde ihm was, aber dir nicht. Der Ballasthafen ist ein Piratenmarkt. Du musst für Informationen bezahlen. Was möchtest du dafür haben? Einen Gefallen. Diese Leute vom Piratenrat haben ein paar Schläger hierher geschickt und ein paar meiner Karten mitgenommen. Ich will sie wieder zurückhaben. Ich tippe mal darauf, dass sie sich irgendwo in der Schatzkammer des Piratenrats befinden, das große Steingebäude. Die Kapitäne des Piratenrats nutzen sie, um die richtig fette Beute sicher zu verwahren. Neuerdings häufen sie da drin aber ziemlich seltsames Zeugs an. Die Karten sind in einer grünen Kiste. Du könntest dich hineinschleichen, meine Karten holen und sie mir zurückbringen. Ich wäre so beeindruckt, dass ich dir einige äußerst interessante Informationen über diesen Malvo verraten würde. Kein Problem, ich hole deine Karten zurück. Ich habe gehört, dass Piraten mit einer Ladung Beute eintreffen sollen. Vielleicht siehst du dir das mal an, um in die Schatzkammer zu gelangen. Okay, eine neue Aufgabe. Okay, hier haben wir eine Rüstung, die besser ist. Meine Verteidigung hat sich um 2 erhöht. Sehr schön. Das sind Bücher über schwarze Magie. Die funktionieren wirklich. Ich habe jemanden in einen Molch verwandelt. 200 Kronen.
Ich mag Molche nicht besonders. Nein, danke. Das ist Schalottensuppe. Du hast nach dem Essen so einen Mundgeruch, dass niemand mehr mit dir reden will. Perfekt für introvertierte Menschen. Nur 30 Kronen. Ich muss sagen, dass es mir bei meinem Vorhaben bisher ziemlich geholfen hat, mit anderen zu reden. Also nein, danke. Der Traum eines jeden Meisterschmieds. Stell dir vor, ein solcher könnte dir damit eine fulminante Rüstung fertigen. 250 Kronen. Willst du das Werkzeug für 250 Kronen haben? Ja, würde ich gerne, habe aber aktuell nicht genug Kronen. Hallo, ich bin Kapitän Erbart. Alles, was ich hier verkaufe, wurde auf ehrliche Art und Weise erstanden. Hier ist überhaupt nichts, auch nur annähernd unseriös. Sieh dich ruhig um, vielleicht gefällt dir ja was. Das ist ein Kandele, ein Kerzenhalter. Hast du irgendwelche Kerzen? Nein, den brauche ich dann wohl nicht. Ich habe hier eine seltsame Statue entdeckt. Gibt ein paar von denen. Ich glaube, die stellen Götter aus dem C4-Reich dar. Gruseln mich irgendwie. Mich auch. Das sind Bücher über schwarze Magie. Okay. Das kennen wir schon. Das sind Zauberschuhe, deren Schnürsenkel immer zugebunden sind. Du wirst nie darüber stolpern. Nur 50 Kronen. Wenn die immer zugebunden sind, wie zieht man sie dann an? Keine Ahnung. Das ist ein Stück Korallenerz. Ein Schmied könnte damit dein Schwert oder deinen Bogen verbessern. Für 120 Kronen gehört es dir. Ja. Das nehmen wir mit. Oh, diese Waffen stehen nicht zum Verkauf. Ich nutze die nur. Sollten mich irgendwelche Halunken ausrauben wollen. Kämpfst du in so einer Situation gleich mit allen drei Waffen? Mit allen dreien. Gut, also hier haben wir jetzt noch das Schmiedeset. Keine Lust auf Scoreboot? Ich habe hier Äpfel direkt aus dem Obstgarten des Bürgermeisters vom Eichenport. Frag mich nicht, wie ich an die gekommen bin. War nicht einfach. Da das ein Piratenmarkt ist, gibt es hier Waren, die du sonst nirgendwo kriegst. Ich bin eine Köchin aus Eichenport und auf dem Markt, um nicht ganz legales Gemüse zu kaufen. Du weißt bestimmt schon, dass man Schlangenölverkäufern nicht trauen kann. Das stimmt doch. Aber hast du schon mal Fischöl probiert? Frisch aus dem exotischen Zephyrreich heilt alles. Die Schatzkammer des Piratenrats ist am Stadtrand. Die Piraten des Rats lagern dort ihre Schätze, deshalb wird sie ziemlich gut bewacht. Aber ich wette, wenn ich noch 9 oder 10 weitere Leute hätte, könnte ich den Raub des Jahrhunderts durchziehen. Hey, hier gibt es die besten Gewürze. Möchtest du Kardamom? Ich habe Kardamom. Nelken? Habe ich. Kurkuma? Ich verkaufe Kurkuma. Ich habe alle Gewürze für dich. So, du siehst aus wie ein dubioser Straßenhändler, obwohl hier wahrscheinlich alles dubios ist. Hallo du, möchtest du ein paar dieser großartigen Gegenstände verkaufen, die du gesammelt hast? Damit könnte ich mir dann rein theoretisch das Schmiedewerkzeugdingens da holen. Ne? Was hat das gekostet? 250? Dann müsste das ja jetzt reichen. Du hast Rüstungsschmiedewerkzeug erhalten. Es besteht aus einer Zange, einigen Nadeln und anderem Zeugs. Das Ganze ist echt nicht dein Fachgebiet und du hast keine Ahnung, was man mit all den Sachen macht.
Tja, habe ich mich jetzt hier übers Ohr hauen lassen? Weil es wird mir auch hier im Inventar gar nicht mehr angezeigt. Aber vielleicht kann ja der örtliche Schmied dazu was sagen. Nee. Der sagt mir leider nichts weiter. Ich muss die ganzen Fässer hier in die Schatzkammer des Piratenrats schleppen. Weiß bei den meisten nicht mal, was drin ist. Die haben nur den Auftrag erhalten, Ladungen von verschiedenen Schiffen hierher zur Schatzkammer zu bringen. Hey, spiel nicht mit diesen Fässern herum. Wir müssen sie alle zur Schatzkammer des Piratenrats bringen. Mach ein bisschen Platz, ja? Ich versuche herauszufinden, wie ich sie überhaupt bewegen soll. Ah, wie schön ist es, wieder feste Planken unter den Füßen zu haben. Der Piratenrat schickt einen auch auf die längste Reise, wenn er etwas Bestimmtes haben will. Dieses Fass sieht wirklich einladend aus. Wenn du hineinklettern und den Deckel schließen würdest, könnte es passieren, dass du versehentlich mit dem Rest der Fracht in der Schatzkammer landest. Möchtest du in das Fass klettern? Ja, aber noch nicht jetzt. Ich will hier erstmal kurz gucken. Ach nee, halt, hier war ich ja schon. Dann habe ich das Ding jetzt hier komplett erforscht. Nee, hier geht's noch hoch. Hallo, hallo, willkommen bei meinen Erfindungen. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber hast du einen Flegel, also eine Kugel und eine Kette? Tut mir leid, nein. Ach, wie schade, weißt du, ich konzentriere mich voll und ganz auf meine Erfindung. Und jetzt gerade möchte ich einen Bombenflegel basteln. Also alles, was er berührt, bumm. Der wäre ja so gefährlich, eine äußerst schlechte Idee, bumm. Aber naja, ich habe keinen. Klingt, als würde dich das ziemlich beschäftigen. Ich sage dir, wenn ich zufällig einen finde. Okay, das hat jetzt keine Nebenaufgabe gebracht. So, das scheint hier die Piratenschatzkammer zu sein. Und dann habe ich die Stadt hier auch einmal komplett erforscht. Genau, von da sind wir gekommen. Ja, dann können wir uns im Fass verstecken. Du meinst also, dass das ganze Schwert des Meerkönigs ist? Dass das Schwert des Meerkönigs ist? Ich bin nicht ganz davon überzeugt, Brutus. Jemand, der wohl Brutus ist. Meine Leute sagen das, dass es das ist. Haben es aus den Ruinen auf Garbemund geplündert. Da, wo sich die Bärenkrieger angeblich mit dem Meerkönig duelliert haben. Oder naja, direkt von dort haben wir es nicht, aber wir haben es von wem geklaut, der gemeint hat, da käme es her. Herr Bart. Nenn mich nicht Herr. Nenn mich einfach Schwarzbart. Du solltest vermutlich aus dem Fass klettern, wenn du sehen möchtest, was hier vor sich geht. Jawohl, Sir, Herr Schwarzbart. Aber die Leute, von denen wir es geklaut haben, haben Stein auf Bein geschworen, dass es dem Meerkönig gehörte. Das Schwert des Meerkönigs wurde von der See gesegnet. Es durchdringt jegliche Rüstung und entfernt Flüche. Lass es mich mal ansehen. Es ist eine Fälschung. Aber das Gute daran ist, dass das echte Schwert für immer verloren ist. Wenn wir das Herz der See gefunden haben, wäre das Schwert des Meerkönigs eins der wenigen Dinge, die uns aufhalten könnten. Wie dem auch sei, ich habe einen Auftrag für dich, Gavrilo. Was soll ich tun, Boss? Unser Freund Kapitän Thymian hat beschlossen, den Piratenrat zu verlassen. Er versteckt sich irgendwo. Ich weiß nicht, wo sein Versteck ist, aber ich will ihn finden. Er weiß, was passiert, wenn man den Piratenrat verlässt. Verstanden, Boss.
Ich habe in Eichenport was zu tun. Wir haben gehört, dass eine Diebesbande eine Karte entdeckt hat, die eventuell die Sturminsel zeigt. Wenn das stimmt, werden wir das Herz der See vielleicht sehr bald finden können. Das wäre phänomenal. Wir suchen schon ewig nach dem verfluchsten Ding. Das Meer zu kontrollieren ist die Mühe wert, Brutus. Ei, ei, Herr Bart. Nenn mich nicht... Okay. Das Fass, in dem du dich hineingeschmuggelt hast, hat was von deinem Geruch angenommen. Okay. Gut, wir können die Schalter nicht mit dem Bumerang betätigen. Aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, was passiert, wenn ich da eine Bombe hinlege. Das geht. Ach du Schande. Okay, wir haben 20 Kronen gefunden. Den kann ich anscheinend nicht... Aber da hängt eine Notiz an der Wand, das habe ich eben noch gar nicht gesehen. Achtung, die von uns gestohlene Ladung Erz war voller Steinmonster. Die haben sich in der ganzen Schatzkammer verteilt und sind immun gegen Schwerter und Bomben. Vorsicht ist angebracht. Gut zu wissen. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich denke mal, jetzt haben wir die Steine wieder in die alte Position zurückgebracht. Ja. Müssten die ja hier oben jetzt wieder so sein, genau. So, dann schauen wir mal hier lang. Okay, da ist einer mit einer Kanone. Oh, na gut, der hat sich dann wohl selbst erledigt. So, wir haben einen Schlüssel und gucken auch hier gleich mal. Ah, hahaha. Auf diesem Tisch liegt ein äußerst edles Schwert, das mit Gold verziert wurde. Tja, warum kann ich das nicht mitnehmen? Mann. Das Brett ist voller Karten, Notizen und Garn, mit dem einzelne Punkte verknüpft wurden. Interessant. Das Ganze scheint mit dem Meerkönig und einem Kapitän P.P. Silver zusammenzuhängen. Hier liegen verschiedene Karten, auf die über und über alte Symbole und Runen gekritzelt wurden. So, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt hier rein oder gucke ich mir den einen Raum da noch an, der hier unten... Ah, okay, gut, dann... Ach, jetzt muss ich den Schalter wieder betätigen. Und der Typ ist auch wieder da.
So, hier haben wir zwei Kanonenkugeln. Ja, ist jetzt die Frage, links oder rechts? Oh. Und hier kann man nichts von nehmen. Aua, Mann. Das war ja hinterhältig. Klingt, als hätten sich mehrere Türen in der Nähe geöffnet. Gut, da kommen wir nicht hin. Ja, jetzt sind die Türen hier alle aufgegangen. Ah, das ist so verwinkelt hier und dann schade, dass man keine Karte hat. Hier liegt ein Brief eines Piratenkapitäns, der Hilfe braucht. Anscheinend versuchen Kolonien aus dem C4-Reich die Piraten von einer Ausgrabungsstätte zu vertreiben. Jemand arbeitet sich hier durch einen Stapel Bücher über das alte Muirer-Reich und macht sich Notizen. Anscheinend will die Person herausfinden, wo sich der Königspalast befindet. Okay. Ja, das war... Wie soll ich die dann besiegen hier, bitteschön? So. Für den Raum da oben brauche ich ja einen Schlüssel, den ich nicht habe. Ja, das ist doch hier. Okay, Problem gelöst. Oh, das Maximum erreicht. Ja, das wird eine spaßige Sache, vor allem wenn man bedenkt, dass die Löcher im Boden bleiben und ich dann eigentlich nicht mehr zurück kann, wenn ich die Truhe da oben geöffnet habe. Ah, okay. So, da hinten haben wir einen Schalter. Da werde ich dann auch wieder den Bombentrick machen müssen. Ich denke mal, deswegen habe ich die jetzt gerade wieder bekommen.
20 Kronen gefunden. Ich könnte da jetzt eine Bombe rüberschmeißen und das Ding wieder in die andere Stellung bringen, aber ich lasse das mal, weil... Vielleicht muss es so bleiben. Ja, hier. Das hätte mir jetzt den Weg blockiert. Aua, 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 aua. Oh, da haben wir eine große Truhe. Aber irgendwas stört mich hier in dem Raum gerade so ein bisschen. Da hinten ist ein Schalter. Du hast ein Eichenamulett erhalten. Nun bist du stark wie ein Baum und kannst schwere Dinge heben. Okay. Na, nice. So, mit dem Schalter hier, das ist jetzt so eine Sache. Aber doch, ich muss ihn ja aktivieren, sonst komme ich ja da nicht weiter. Aber wir hatten doch gerade in irgendeinem Raum so eine Kanonenkugel im Weg zu liegen, ne? Wo ich nicht weitergekommen bin. Wo war denn das? Hier, genau. Kann ich die mitnehmen in den nächsten Raum? Ja. Sehr schön. Lauter Schätze und nichts davon kann man mitnehmen. Ich finde das klasse, dass ich die Dinger hier mitnehmen kann. Nicht mit hier in Schade. Okay, sonst hätte ich nämlich da oben die Monster auch mal mit besiegt. So, gut. Da kommen wir zwar weiter, aber ich will erstmal nochmal gucken. Da ging es nicht weiter. Und hier war ja auch nichts weiter, oder? Doch, hier. Ja, super. Noch einen Schlüssel gefunden. Gut. Das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen. Wo war denn die Schlüsseltür? Hier.
Da haben wir einmal 20 Kronen und hier haben wir die zweite Schlüsseltür. Ich werde mal lieber eine mitnehmen. Okay. Kann ja sein, dass da manchmal was drunter versteckt ist. So, wir haben jetzt hier drei Wände, die ich wahrscheinlich alle mit der Kugel einhauen muss. Ich würde dich gerne mitnehmen, aber irgendwie geht das nicht mehr. Tja, und jetzt brauche ich doch eine. Brutus, hey, was machst du hier? Willst du mein Schwert des Meerkönigs stehlen? Weil ich nämlich herausgefunden habe, dass das nicht das echte ist. Pech gehabt. Oder auch nicht, weil ich nämlich hier bin, um die Seekarte zurückzuholen, die ihr von Tangla geklaut habt. Oh, du bist von der Bürgerwehr, hm? Naja, du hast immer noch Pech gehabt, weil uns diese Karten nicht mal zur Sturminsel geführt haben. Ich brauche sie auch nicht aus diesem Grund, deshalb habe ich immer noch keine P... Was, deshalb habe ich immer noch kein P... Egal. Ich werde deine Knochen zu Staub zermalmen. Denk schon mal darüber nach, was in deinem Nachruf stehen soll. Was? Okay. Das war ein eigenartiger Boss. Da oben haben wir die grüne Kiste, von der Tangla gesprochen hat. Hier liegen Seekartenbriefe, teuflisch anmutende Pläne und ein Kreuzworträtsel. Ja, das kennen wir auch schon. Du hast Seekarten gefunden, auf denen Tanglas Karten steht. Sie sehen gestohlen aus. Gut. Dann bringen wir die mal zurück. Ich nur wüsste, wo der jetzt so gewesen ist. Ah, hier. Hast du meine Seekarten gefunden? Ja, hier, bitteschön. Also, was kannst du mir über Malvo sagen? Wo wollte er hin? Also gut. Eines Tages kommt da dieser Kerl in meinen Laden und fragt mich über den Piratenrat aus. Er will herausfinden, was die Piraten planen. Wenn ich das nur wüsste. Ich weiß, dass es nicht nur darum geht, alle Piratenbanden zu vereinen, selbst wenn das ein Teil ihres Plans ist. Egal. Bevor wir richtig ins Gespräch kommen, wer poltert durch die Tür? Die Halunken des Rats. Entweder um mich meiner Karten zu berauben oder um Knochen zu brechen. Malvo, dieser Kerl, verjagt sie und geht wieder.
um bei einem Treffen des Rats Mäuschen zu spielen. Wahrscheinlich wurde er erwischt, weil er mit einer Wunde am Bein zurückkam. Ich habe sie geflickt wie eine zerrissene Karte, dann ist er aufgebrochen. Aber er hat einen Schlüssel aus Versehen hier gelassen. Und er schien wichtig zu sein, also habe ich ihn behalten. Keine Ahnung, wofür er ist. Nimm ihn mit und gib ihn zurück, wenn du Malvo wieder siehst. Du hast einen alten Schlüssel erhalten, den dein Vater vergessen hat. Bestimmt ist er wichtig, aber du weißt nicht, zu welchem Schloss er passt. Behalte ihn und folge vorerst anderen Hinweisen. Okay. Hast du je herausgefunden, zu welchem Schloss der Schlüssel passt? Viel Glück. Gut, dann haben wir in dieser Folge wieder einiges erlebt. Und ich würde mal sagen, ich mache an dieser Stelle dann jetzt hier auch einen Cut. Das passt ganz gut, auch von der Zeit her. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.